Was genau war das Wesen, dem Harry im Jenseits begegnete? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In unserem heutigen Video werfen wir einen Blick auf Harry Potters erste Begegnung mit dem Jenseits. Genauer gesagt geht es um Harrys Erfahrung mit dem Tod und darum, was er während der kurzen Zeit, die er in der Vorhölle verbrachte, sah und aufnahm. Falls du es vergessen haben solltest, Harry stirbt natürlich, nachdem er in den verbotenen Wald gereist ist, um Voldemort zu treffen. Als nächstes kommt Harry allmählich wieder zu Bewusstsein. Von hier aus wird ihm schnell klar, dass er sich nicht mehr im verbotenen Wald befindet. Tatsächlich war er völlig desorientiert und wusste nicht, wo er sich befand. Er wusste nur, dass es anders war als jeder andere Ort, an dem er zuvor gewesen ist. Er lag in einem hellen Nebel, aber es war nicht wie Nebel, den er jemals zuvor gesehen hatte. Seine Umgebung war nicht von trübem Dunst verdeckt, vielmehr hatte sich der trübe Dunst noch nicht zu einer Umgebung geformt. Der Boden, auf dem er lag, schien weiß zu sein, weder warm noch kalt, sondern einfach nur da, ein flaches, leeres Etwas, auf dem man sein konnte. Seine Umgebung war völlig unwirklich und Harry hatte völlig die Orientierung verloren. Tatsächlich wusste er nicht, ob das, was er erlebt hatte, real war oder nur ein Hirngespinst. Dies spiegelte sich auch in seinem Gespräch mit Dumbledore wieder, bevor er ins Leben zurückkehrt. Sagen Sie mir eine letzte Sache, ist das echt oder hat sich das alles in meinem Kopf abgespielt? Worauf Dumbledore antwortet: Natürlich spielt sich das in deinem Kopf ab, Harry, aber warum um alles in der Welt sollte das bedeuten, dass es nicht real ist? Bevor er das Jenseits verlässt und ein langes, erhellendes Gespräch mit Dumbledore führt, bemerkt Harry jedoch etwas. Dann drang ein Geräusch zu ihm durch, das ungeformte Nichts, das ihn umgab. Das leise Klopfen von etwas, das flatterte, zappelte und sich abmühte. Es war ein klägliches Geräusch, aber auch ein wenig unanständig. Er hatte das unangenehme Gefühl, dass er etwas Heimliches, Schändliches belauschte. Harry drehte sich langsam auf der Stelle und seine Umgebung schien sich vor seinen Augen zu erfinden. Er hatte das Ding entdeckt, das die Geräusche verursachte. Es hatte die Gestalt eines kleinen, nackten Kindes, das sich auf dem Boden zusammengerollt hatte. Seine Haut war rau und es lag zitternd unter einem Sitz, wo man es zurückgelassen hatte. Unerwünscht, außer Sichtweise und rang nach Atem. Er hatte Angst vor ihm. So klein und zerbrechlich und verwundet war es auch noch. Er wollte sich ihm nicht nähern. Trotzdem ging er langsam näher heran, bereit, jeden Moment zurückzuspringen. Bald war er nahe genug, um es zu berühren, doch er konnte sich nicht dazu überwinden. Er fühlte sich wie ein Feigling. Er sollte es trösten, aber es stieß ihn ab. Du kannst nicht anders. Er drehte sich um. Albus Dumbledore kam auf ihn zu. Rüstig und aufrecht in geschwungenen mitternachtsblauen Roben. Und das Ding, das Harry auf dem Boden gesehen hatte, wimmerte während seines Gesprächs mit Dumbledore und zappelte erbärmlich herum. Was war also das kleine, nackte Kind auf dem Boden von Harrys eigener ethischer Version von King's Cross? Viele Fans glauben, dass es sich bei dem Kind auf dem Boden von King's Cross um den Teil von Voldemorts Seele handelte, der zuvor in Harry wohnte. Wir wissen, dass Harry sein ganzes Leben lang mit einem Teil von Voldemort in sich gelebt hatte und es scheint nur logisch, dass dieser Seelensplitter ihm ins Jenseits folgen würde, wenn Harry stirbt und er nun zerstört ist. Doch obwohl dies der Antwort sehr nahe kommt, ist es eigentlich falsch. Laut J.K. Rowling ist das Wesen, das mit Harry in der Vorhölle festsaß, nicht der Horcrux in ihm selbst, sondern vielmehr der gegenwärtige Zustand von Voldemorts Seele. Was genau war das verstümmelte, babyähnliche Wesen, das Harry am King's Cross in Kapitel 35 von Die Heiligtümer des Todes gesehen hat? Das bin ich schon oft gefragt worden. Es ist das letzte Stück der Seele von Voldemort. Als Voldemort Harry angreift, werden sie beide vorübergehend bewusstlos. Harrys Seele unbeschädigt und gesund und Voldemorts Seele tauchen in der Vorhölle auf, wo Harry auf Dumbledore trifft. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um eine Darstellung von Voldemorts verstümmelter Seele und nicht um das Stück zerstörter Seele, das in Harry wohnen sollte. So die gängigste Interpretation von Harrys Begegnung mit dieser seltsamen Kreatur.
Voldemort lebte ein verfluchtes Leben, in dem er auf der Suche nach Unsterblichkeit routinemäßig seine eigene Seele zerriss. Und solche Taten hatten einen hohen Preis. Das erbärmliche, zappelnde Kind, das sich auf dem Boden wälzte, war alles, was von Voldemorts Seele übrig war. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.